Zuerst mal ein herzliches Servus zu einem weiteren Ausgabe des Sportplatzes. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um das Thema American Football. In unserem Sendegebiet sind gleich mehrere Mannschaften in den österreichischen Football-Ligen im Einsatz, unter anderem auch die Salzburg Bulls, die auch auf die Vienna Vikings trafen. Mehr dazu seht ihr im folgenden Beitrag. Im Meisterschaftsspiel zwischen den Salzburg Bulls und den zweiten Vienna Vikings zunächst einmal angriffsreich für die Gäste. Super gemacht von der Defense, das Salzburg Bulls. Unter anderem auch mit der Nummer 34 Benjamin Nessmann. Dann wieder 25 Yards und 2 Versuche zu überwinden. Gut gemacht. Kein Raumgewinn, super Leistung von der Defense. In diesem ersten Viertel gab es auch keine Punkte, logischerweise 0:0. Dann das zweite Viertel. Der Ball geht ins Out. Ein knappes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die allerdings von den guten Defense-Mannschaften, also jeweils von ihnen, die verteidigen, abgeblockt werden konnten. Jetzt wieder ein neuer Ball. Läuft in die Endzone. Und Touchdown. Erste 6 Punkte für die Vienna Vikings 2. Ja, so schnell kann es im American Football gehen. Die Point auf der Touchdown. Super geblockt. Auch dieses Mal hat die Defense der Salzburg Bulls sehr, sehr gut aufgepasst und der Spielstand nach dem zweiten Viertel lautete 0:0, was aufgrund der Tatsache, dass ein Touchdown im Football 6 Punkte zählt, sehr wenig ist. Dann das dritte Viertel. Dieses Mal haben die Salzburg Bulls das Angriffsrecht, aber da der Ball beim Kickoff nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, gab es die Angriffsbemühungen von der eigenen 25-Yard-Linie. Wurf, sehr gut, incomplete, es gibt ein Fumble, aber da kein Spieler den Ball unter Kontrolle bringen konnte, bleibt das Angriffsrecht bei den Gästen aus Wien. Super Leistung der Defense. Schöner Zweikampf hier auf dem Spielfeld. Im Vordergrund sehen wir den Headcoach der Salzburg Bulls, Alexander Narobe. Und jetzt wieder. Guter Lauf, geht zu Boden, aber wie wir sehen, hat es für einen weiteren First Down gereicht und die Gäste aus Wien bleiben bei ihren Angriffsbemühungen. Jetzt ein Field Goal Versuch, Schuss und dieses Mal ging der Ball zwischen den beiden gelben Stangen, den sogenannten Abwärts, durch und die Gäste aus Wien entscheiden diese Begegnung mit 13:6. Salzburg Ducks sind die zweite Salzburger Footballmannschaft, die diese doch sehr kontaktintensive Sportart betreibt. Sie spielt in der dritten bzw. fünften österreichischen Footballliga und da trafen die Salzburg Ducks unter anderem auf die Carinthian Eagles. Dieses Spiel fand auf dem alten Sportplatz in Anib. Beim zweiten Footballspiel, über das wir berichten, standen sich die Salzburg Ducks und die Carinthian Eagles gegenüber. Die Gäste in den meisten Rissen versuchen es, aber werden sehr erfolgreich von den Salzburg Ducks abgedrängt. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Salzburg Ducks sind im Angriff, aber auch dieses Mal passt die Defense der Carinthian Eagles auf und es gibt kein First Down. Jetzt wieder ein Pass. Und dieses Mal gab es den ersten Touchdown erzielt durch den Quarterback der Salzburg Ducks, Yannick Meyer. Dann wieder ein neuer Versuch. Gute Aktion.
Die Gastgeber erzielten einen weiteren First Down. Wir befinden uns im zweiten Viertel. Jetzt wieder ein neuer Pass. Läuft über das gesamte Feld. Herrlich gemacht. Und auch dieses Mal gab es einen schönen Lauf. Und der mit einem Touchdown gekrönt wurde. Weitere 6 Punkte für die Offense der Ducks. Dann neuer Pass. Wir befinden uns immer noch im zweiten Viertel. Die Ducks führen schon in dieser Phase sehr, sehr deutlich. Schön anzuschauen, diese Spielzüge. Neuer Pass. Wir befinden uns im dritten Viertel zur zweiten Halbzeit. Denn nach 2 Vierteln gibt es ja eine Halbzeitpause von einer Viertelstunde. Jetzt wieder die Ducks in der Defense und können sich auf jeden Fall befreien und einiges an Raumgewinn machen. Alles in allem eine gute Leistung der gesamten Ducks. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns im Schlussviertel. Die Ducks laufen in die gegnerische Endzone und auch dieses Mal gibt es einen weiteren sehr sehenswerten Touchdown. Dann wieder ein Kickoff, der von den Eagles gefangen wird. Gute Aktion und es gelingt der Kickoff dem die Eagles relativ rasch zu stoppen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Weiter Pass, der allerdings von den Ducks gefangen wird, die damit die Möglichkeit einer Interception haben und den Ball in die sogenannte Red Zone, das heißt weniger als 20 Yard vor der gegnerischen Endzone bringen. Jetzt ein neuer Versuch. Pass, aber es bleibt dabei, die Eagles gewinnen, die Ducks gewinnen mit 51. Zu guter Letzt kommen wir noch in den Bongo zu den Bongo Ravens, die ihre Heimspiele zu diesem Zeitpunkt in Dorfgastein bestritten. Sie trafen auf die Styrian Hurricanes aus der Steiermark und die besten Szenen dieser Begegnung habe ich euch noch einmal zusammengefasst. Genießt mit mir also diese Bilder dieser interessanten Begegnung. In der Division 4 trafen die Bongo Ravens auf die Styrian Hurricanes aus der Steiermark. Die Gäste in den weißen Dressen machen einen Lauf, aber die Defense der Gastgeber passte sehr gut auf und konnte diesen Lauf stoppen. Dann wieder ein weiter Passversuch und das war auch gleichzeitig der erste Touchdown 0:6 aus Sicht der Bongo Ravens. Dann wieder ein Laufspielzug der Gastgeber, der allerdings relativ rasch gestoppt wurde und somit wenig Raumgewinn einbrachte. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Gäste bleiben am Ball, aber der Passversuch war inkomplett und bringt somit weder Raumgewinn noch Punkte. Dann das zweite Viertel. Wieder die Bongo Ravens. Ball. Seiten wurden gewechselt und jetzt wieder. Gute Aktion und dieses Mal haben die Gäste gut aufgepasst. Weiter Passversuch, der ebenfalls inkomplett war und somit auch ohne Raumgewinn blieb. Dann wieder eine Gäste, weiter Pass, gefangen, läuft über das ganze Spielfeld und damit in die Endzone, bringt weitere 6 Punkte, ein Touchdown, war das logische Ergebnis. Und auch der anschließende Point after Touchdown war erfolgreich, denn der Ball ging zwischen den Torstangen hindurch. Dann das dritte Viertel, die Seiten wurden gewechselt. Zunächst einmal die Bongo Ravens am Ball, aber die Defense der Gäste konnte die Bongo Ravens sehr rasch stoppen. Pass, wieder ein neuer Versuch. Dieses Mal gab es auch den ersten First Down für die Gastgeber, herrlich herausgespielt und gut gemacht von der Offense der Bongo Ravens. Jetzt wieder Pass,
Die Bonga Ravens am Ball aber auch sehr gut aufgepasst. Es gibt weder Punkte noch Raumgewinn. Neuer Versuch. Gute Aktion und die Ravens konnten sich einigen. Jetzt wieder. Neuer Versuch. Pass. Aber der Pass war auf jeden Fall incomplete. Die Gäste gewinnen mit 42:0 gegen die Bonga. In den Bildern sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1.